Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal. Ich hoffe, euch stört die Waschmaschine im Hintergrund nicht. Auf jeden Fall heute mal was Neues, keine Fußballkarten, sondern die aktuellen Karten von den Minions. Und mal gucken, was wir da so drin haben. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. So. Da haben wir drin den Verbrecher-Minion. Dann ein Herz aus Minions. Ich denke, das ist eine Filmszene. Dann noch eine Filmszene. Ich selber habe den Film ja noch nicht gesehen, aber ich werde es demnächst tun. Dann ein Urlaubsminion, würde ich mal sagen. Und was das sein soll, keine Ahnung. Und das war schon das erste Pack. Kommen wir zum zweiten. So. Da haben wir nochmal Minions, dann ein Puzzleteil, finde ich übrigens sehr cool gemacht. Dann ein singender Minion. Dann, ich weiß nicht, wie heißt, ich glaube, das war Bob oder wie er hieß. Jo, dann nochmal ein Minion. Und das war das zweite Pack. Ich kenne mich damit leider nicht so aus, wie die heißen. Ich habe zwar beide Teile gesehen, aber ich kenne mich leider mit den Namen nicht so aus, also wenn ja, nicht wundern, und es tut mir auch mega leid, dass ich die ganzen Namen nicht weiß. Ups, den Müll schmeißen wir mal weg. So, da haben wir drin Gru, dann noch ein Minion, dann, ich habe vergessen, wie sie heißt, es tut mir mega leid, dann, das wird wohl eine Filmszene sein, und ein Glitzer. Eine Glitzerkarte zum ersten Mal mit den Werten 88, 89, und ich finde, die Glitzerkarten sind richtig gut gelungen. So. Dann, ich habe auch vergessen, wie sie heißt, es tut mir leid. Alminion. Dann Gru und sein Bruder. Ich weiß aber leider auch nicht, wie er heißt. Dann er hier. Dann ein Minion, und das war auch schon das vorletzte Pack. So. Mal gucken, was wir im letzten Päckchen so haben. Nochmal ein Fototeil. Dann nochmal Gru. Unser erster Doppelter. Dann eine Filmszene. Und nochmal ein Glitzersticker mit den Werten 88, 86. Richtig cool. Zwei Glitzersticker gefunden. Die Verteilung stimmt ungefähr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao.